Moin Moin und damit willkommen zu einer neuen Folge Let's 22 Out bei der Horror Experimentell. Ja, wir sind ja schon dabei, hier immer noch dabei, das Feld hier abzuernten für Mais-Village, also Mais Fresh. Und ja, meine Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn man ein bisschen zu Gedanken macht für die Türen, gerade wegen dem Livestream, was wir letztens Jahr hatten, um nochmal ein bisschen zu erholen, dass wir nächste Donnerstag dann den LS-Stream machen wollen, abends dann noch bei anderen, auf einem anderen Server unterwegs sind. Da wollte ich jetzt mal so die Gunst der Stunde nutzen, um nochmal ein bisschen so über ein paar Mods zu reden, wie ich mir das da vorstelle. Und ob vielleicht ein oder andere noch Lust hat, noch was anderes mit draufzunehmen. Also wie gesagt, es geht um die Thüringen V3. Oh, schön Strahl hier hinsen lassen, ne? Russischen Farming, Vehicle-Inspektor. Easy Delivery, Point kommt noch drauf. Und dann habt ihr also die Möglichkeit noch im Discord, Ausrufezeichen DD, nach unten in Videobeschreibung, noch ein paar Mods hinzuzufügen. Und wenn ihr das so möchtet, was man aufnehmen wollte, es werden zwei Wege gehen. Einmal, dass ihr Kapital habt. Ab an die, ja, ich denke mal so 2,5 Mille. Dass ihr als Lohnunternehmer bei Null anfangen könnt. Da gibt es auch noch einen Zwischenweg. Die Möglichkeit habt, bei anderen Spielern mit dem Helferstatus quasi denen noch helfen zu können, um dafür auch noch ein bisschen Geld. Es gibt natürlich vorgefertigte Höfe. Müsst ihr nicht in Betrieb nehmen. Könnt ihr auch euren eigenen Hof machen. Aber es wird halt von den normalen Mods Standard, was da jetzt mitkommt, ein paar mitkommen. Da solltet ihr auch die DLCs auch dazu haben. Weil es doch schon sehr, sehr interessant ist. Und ja, je nachdem, wie ihr das halt möchtet, auch die DLCs genau abwählen, aber da lasse ich mich mal gern, was ich damit überraschen. Ja, während die Folge ich da so jetzt aufnehme und wieder noch ein paar Gedanken gemacht habe wegen der Farm, freue ich mich schon auf den 6. 7. Juli. Ja, ich weiß nicht, ob ich renne, aber ja, plane ich so noch ein paar schöne Überraschungen. Wir hatten uns mal drüber unterhalten, dass ich ja ein Motto nehme, Fahren für einen guten Zweck nehme. Oder so einen Spendenstream machen möchte. Jetzt habe ich aber was Oberes. Das gibt es zwar auch bei mir am Ort, das habe ich, bin ich auch erst durch jemanden darauf aufmerksam geworden, weil ich sehe es ja auch bei meiner Freundin in solchen Werkstätten, dass ziemlich viel kuriose Geschichten da sind. Wie man es so sagen kann, aber ich meine, wenn man so jetzt darum, Werkstatt für Behinderte, dass so gewisse Sozialarbeiter sich dafür auch gar nicht einsetzen. Aber ich manchmal denke so, mit halbem Herz und Verstand, keine Ahnung. Ja, der Beruf ist ja auch anstrengend, das verstehe ich ja. Muss ich da um die Leute kümmern muss. Aber ich sehe, wie manchmal dort oder der Umgang da ist. Und das ist das, was ich
was ich damit bekommen habe, das ist schon, ja, heftig. Also, ja, zum einen liegt es ja auch teilweise auch an der Person selber, wenn es halt nicht funktioniert. Aber man möchte dennoch versuchen, oder Person, die für dann so und dann auch zuständig ist, also als Bezugsbetreuer, versucht ja dennoch, das Ganze ihm zu helfen. Aber wenn es dann halt nicht klappt, ja, da frage ich mich dennoch, was soll man dazu machen? Was soll man denn so? Will er denn die Hilfe überhaupt noch? Was kann man denn ihnen anders bieten? Aber stattdessen wird die Person, ohne dass es weiß, gekündigt. Dann steht sie ohne Geld da. Bezugsbetreuer wusste nichts davon, weil jede Person, die auch da arbeitet, hat einen gesetzlichen Betreuer oder hat einen gesetzlichen Vormund. Und wer meine Streams kennt oder mich ein bisschen besser kennt, der weiß ganz genau, auch ich hatte die Erfahrung, dass mir ein gesetzlicher Betreuer leider nicht mal nachvollziehbar oder nachverfolgbar 1000 Euro sich in die Tasche gesteckt hat. Und ich finde einfach solche Erfahrungen, solche Fähigkeiten eigentlich sehr, sehr schwer. Also solche Personen sind ja eigentlich da oder machen sich auch dadurch strafbar. Auch wenn der Gesetzgeber sagt, bis zu 2500 Euro darfst du auf dem Konto lassen, aber dann streckt der Staat die Hand aus und wenn dieses Limit überschritten ist, muss der gesetzliche Betreuer quasi dem Staat bilden, weil das eine gesetzliche Vorlage ist. Und da frage ich mich doch, in was für einem Jahr, Jahrzehnt, ja, wir überhaupt leben, wenn du sagst, hey, du bist als eine betroffene Person, darfst in der Werkstatt für Behinderte, trotzdem bist du im Privatleben noch einigermaßen fit, dass du sagen kannst, du kannst deinen Einkauf, deine Sache, wenn du zweimal im Monat oder einmal in der Woche dein Taschengeld, ja, dass du selbstständig einkaufen gehen kannst, dass du selbstständig was machen kannst. Moment. Ich habe noch ein paar Randnotizen dazu gemacht. Damit du dann überleben kannst, ne? Also, und es gab ja schon einen Fall, da habe ich, also aus der Zeit, wo ich noch in Trier gelebt habe, habe ich jemanden kennengelernt oder kannte einen aus der WG, der hatte wirklich bis zu 6.000 Euro auf dem Konto und den haben sie wirklich dann bis zu 2.500 Euro die Hand aufgemacht und gesagt, nö, durch dein Verdienst, was du hast, geht das nicht. Jetzt frage ich mich natürlich, wie weit soll denn das Ganze noch gehen? Also wie weit soll denn, was muss ich denn noch gönnen? Ich meine, einer hat vielleicht eine Bock, braucht einen neuen Kühlschrank, der eine braucht vielleicht, das sind diese 5.000 Euro, die auf dem Konto sind, quasi verdammt viel wert. Aber unser Staat, wie er ist, das ist das, was ich jetzt auch ein Statement dazu setzen, öffentlich bemängel. Dass es, ich sage ja nicht, dass alle in diesem Beruf ausüben so sind, aber es gibt gewisse Leute, die stopfen sich wirklich die Taschen damit voll. Also zumindest hatte ich bei mir die Glücksbetreuerin, die hat ihre Kommunion um 1.000 Euro überschritten, konnte es halt nicht zahlen und nimmt von mir die 1.000 Euro, die ich mir damals für mich gespart habe oder wo ich dann auch in Bitburg gearbeitet habe, erwirtschaftet hatte. Ich habe mit dem Geld aber was vorgehabt, ja. Ich wollte es einfach sparen, auf dem Konto lassen. Meinen Führerschein bezahlen. Und jetzt muss ich so zusehen oder habe diese Problematik, sehe ich jetzt auch bei meiner Freundin. Wo ich mir einfach denke, es sind doch Leute dafür da, die doch anderen Personen quasi helfen. Warum muss denn jetzt dann dementsprechend das so enden,
um die Leute über den Tisch zu holen. Dass sie schwer behindert sind? Weil sie es nicht mitbekommen? Oder was soll das sein? Für mich ist das auf jeden Fall ein Punkt, der unter die Gürtellinie geht. Absolutes No-Go. Wo ich mal einfach mal frage, für was steht denn dieser gesetzliche Betreuer überhaupt da? Ja, für was ist denn das Argument? Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sagen muss, die Bereiche, die abgesteckt worden sind oder abgesteckt werden, kümmert sich um die Post, die Finanzen, Aufenthaltspflicht, Fürsorgepflicht, also auch um die Krankenkasse. Und du musst quasi so zusehen, wie selbst auf dem Sparbuch, also bei mir wurde es damals so geregelt, wo ich mit 19 war ich mit meiner Ausbildung fertig, 19,5 so und so, und hatte dann noch ordentlich gut ein Sparbuch gehabt, das war ordentlich gut befüllt und da haben wir quasi alles draufgelegt, was zu viel war. War halt eine Möglichkeit. Und ich hatte damals wirklich noch das Glück gehabt, den ersten Betreuer, den ich da hatte, der hat noch dieses jugendliche Denken gehabt und deswegen sage ich euch, ich empfehle es euch. Wenn ihr sowas habt, einen gesetzlichen Betreuer, fragt ihn direkt, ob er noch dieses jugendliche Denken hat. Weil dann seid ihr auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite. Einfach aus dem Grund, weil er sich dann noch in eure Lage reinversetzen kann. Jemand, der streng ist, oder die Strenge, kann auch sein, der eiskalt ist und sagt, nö, das machen wir nicht so, das wird so nicht sein, Vorsicht. Habt immer klare Absprachen, am besten schriftlich, weil das ist der letzte, echt das letzte, weil sie gerne auch da mal die Worte im Mund verdrehen wollen. Oder sie euch während dem Gespräch, sagen wir mal, ihr wohnt in der WG, es gibt ja so Organisationen wie Club Aktiv, AWO, Arbeiterwohlfahrtamt oder andere Betriebe, die Wohnungen in Mehrfamilien oder heute Wohnen zum Beispiel haben, dann sitzt dein Betreuer, dein Bezugsbetreuer, dein gesetzlicher Betreuer. Also ihr habt drei Personen, mit dir zusammen sind es vier. Und ihr besprecht das Ganze. Entweder ihr nehmt es auf, was ich auch öfters mal gemacht habe. Ich habe die Gespräche wirklich aufgenommen. Weil es manchmal, weil da echt Sachen manchmal ans Licht kamen, wo ich überhaupt davon noch gar nichts wusste, wo ich mal gedacht habe, ey Leute, sag mal, habt ihr das ja noch alle oder was? Was wollt denn der Scheiß? Was macht denn da mit mir? Und damals war ich ja noch bei Internetanbieter bei Alice. Und die haben dann halt auch so gemeint, ja, dass da noch irgendwie hohe Kosten kamen. Warum auch immer. Habe ich halt so gefragt, na, hohe Kosten, wo kommen die denn her? Was sind denn das für Sachen? Gut, manchmal bei einer Sache war ich echt naiv. Das kann ich schon auch nachvollziehen. Aber nicht bei einer Telefonrechnung durch einen anderen Mitbewohner, der das verursacht hat. So. Bei ihm war auch noch, also wie gesagt, das war ja auch noch so ein Problem. Und es war halt immer so tagtäglich, ich kaufe einen für einen vollen Kühlschrank, dass ich was habe. Und mein Mitbewohner riecht sich halt mal komplett. Dann habe ich auch zur Sau gemacht. Und weil ich halt ein bisschen klüger war, vom Geistigen her, er aber nicht immer so die arme Opferrolle gespielt hat, war natürlich klar, ich ziehe die Arschkarte. Ja, was sollte ich dann machen? Was sollte ich dann tun? Da standst du halt eben da und ja. Ich dann natürlich das thematisiert, öfters angesprochen, aber auch da im Club aktiv, ganz gewiss mit der Person, wie ich da zu tun hatte, alle, aber es waren zwei,
Ihr wisst ja den Namen nicht, darf ich halt nicht nennen, aber es war beim Club aktiv in der Zeit von Trier. Ich sage jetzt auch schon 10 Jahre her, aber die Erfahrung ist es halt wert, darüber zu reden. Die haben richtig gemeint, das alles abzustreiten. Es sei ja nicht, es sei dann noch eine Anzeige gegen mich erhoben worden, wegen, dass ich ihn körperlich irgendwie angegangen hatte, obwohl er vor meinen Augen ausgerutscht ist. Das sind alles Sachen, wo ich manchmal denke, Hammer. Oder auch verbale Drohungen, habe ich gesagt, ihr seht es nicht, dass er an meine Lebensmittel ist, die ich mir hart verdient habe, wenn ich 8 Stunden oder 12 Stunden aus dem Haus bin, auf dem ersten Arbeitsmarkt schaffen gehe. Euch Leute noch abends, wenn ich um 20 Uhr daheim bin, um 21 Uhr, euch noch eine Stunde ertragen muss. Das war täglich, hatte ich einer vom Club aktiv da. Und ich musste um 5 Uhr wieder raus. Also ihr könnt davon ausgehen, um 22 Uhr, 23 Uhr war ich im Bett und um 5 dürfte ich wieder aufstehen. Weil um 5:26 Uhr, ja. Ich bräuchte eine Stunde, bis ich von Trier nach Bitburg gefahren bin. Das war die B5, die B51. Ja, über die Römerbrücke, also vom Hauptbahnhof, dass ihr mal wisst, wenn ihr auch mal auf Google gucken wollt, was da, wie das so war und wie das so ist. Ja, und es ist wirklich so. Also, ich hätte echt nicht gedacht, dass mich das so anstrengen würde. Oh. Am Ende vom Lied bin wieder dann in Richtung Heimat zurückgezogen, habe meiner Familie hier ordentlich mal Druck gemacht, dass ich zurückgehen wollte, dass ich einen sicheren Rahmen brauchte. Und um einfach mich mal wieder zu aktualisieren, anzukommen, um einfach den Geist mal zu beruhigen. So, und dann war halt das wirklich das Problem da gewesen, was jetzt, wir haben jetzt heute den 18. Also ich dachte, ich hätte diese ganze Scheiße hinter mir. Aber nein, jetzt kommt's Tolle. Ich wohne hier in dieser Wohnung schon seit über 10 Jahre, also in dem Haus 11, in der Wohnung jetzt schon 7. Also ich habe 4 Jahre woanders gewohnt. Ich habe einen Mieter kommen, einen Mieter kommen und gehen gesehen. Also ich bleibe auch in der Wohnung, ich bin Altmieter. So leicht kriegen sie mich auch nicht raus. Kannst nachvollziehen. So. Ihr wisst, ich mache Teilzeitjob. Ihr wisst, ich mache die Zeitung. Und ich habe jetzt auch einen anderen Ablageort. Was ich aber nicht ganz verstehe, ja, wir haben hier zwei Spießerparteien hier drin. Die eine schlimmer als die andere. Aber mein Vater hat mir damals schon gesagt, die ganz unten hat schon gemeint, sich mit meinem Vater anzulegen. War vor 20 Jahren. Also, er wird es ja nicht ohne Grund so haben oder sagen. Gut, für mich ist es eine perfekte Story. Die wird jetzt auch öfters mal kommen im Stream. Quasi mit solchen Sachen, wie geht das, was da umgeht. Und es gibt andere Parteien, also mir wird ja schon, wenn andere dir den Job kaputt machen, weil sie Sachbeschädigung machen, und weil ich an dann noch so eine kleine Grauzone, und zwar nennt sich an Grundexistenz. Ah, das heißt, wenn du einen Job haben musst oder du hast zwei Jobs und du bist schon mit Rechnungen an der Grundexistenz, dass der schon kaputt macht, kann es bis zu einer zweijährigen Haftstrafe oder Schadenersatz. Also das ist so ein sehr breiter Spielraum. Und das ist jetzt auch ein Thema. Oder auch ein Punkt, der mich jetzt, warum ich jetzt öfters mal jetzt auch nicht streamen konnte, sehr oft beschäftigt. Setzt mich sehr psychisch zu, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe deswegen auch schon beim Psychiater auch ein psychologisches Gutachten schon gemacht. Und ich bin's echt langsam leid. Mich mit Leuten rumzuschlagen, rumzuärgern, die meinen, sie seien was Besseres. Um einfach,
andere den Job kaputt zu machen. Und da ich jetzt sowieso noch dann auf Beweise bin, ich sage euch ganz ehrlich, ich lasse mittlerweile auch schon meine Wohnung überwachen. Das heißt, mein Rechner, der läuft 24/7. Ich habe eine ausländische Cloud mit 60 Terabyte, wo die Live-Feeds direkt hochgeladen werden. Und es gibt nichts Besseres als japanische Mitarbeiter, die auf jeden Fall das richtige Know-how dafür haben. Und dementsprechend lasse ich meine Wohnung überwachen. Weil ich echt davon ausgehe, dass hier auch eingebrochen wird. Weil hinterm Haus haben wir gerade zwei grüne Tonnen. Also grüne Tonnen sind bei uns Plastik und Papier. Da fällt ein Deckel. Und es wird mir auch schon zugezogen. Da ich aber hier in meinem Ort schon länger lebe als die Parteien hier im Haus, oder hier wohnen, weil ich hier aufgewachsen bin, kenne ich so die Tücken bei mir im Ort, wo was los ist. Und ich habe natürlich auch mit dem Nachbar, oder was heißt mit dem Nachbar, mit jemand, mit dem ich die Zeitung austrage, habe ich auch schon irgendwie vorm Haus eine kleine Runde gedreht und einfach mal gesagt, was da Sache ist. Ja, was da passiert ist und dass das so nicht gehen kann. Ja, jetzt fehlt natürlich der Punkt, wer schmeißt mir die Essensreste hin? Ja, klar, können alle abstreiten. Auf so einen Fakt. Endeffekt ist es Sachbeschädigung und Anzeige gegen Unbekannt. Das Problem ist, für die, wo ich die Zeitung austrage, die stellen Strafanzeige. Was willst du jetzt tun? Was willst du jetzt machen? Also, anwaltlich habe ich mich da auch schon mal beraten. Ich habe eine Konferenz gehabt. Ich habe auch schon jetzt diese Woche... Ne, ich hatte auch jetzt... Wann war das? Auch diese Woche bei der Polizei ein Beratungsgespräch gehabt. Nicht nur das, weil es... Wenn du dich in deiner eigenen Wohnung schon nämlich sicher fühlst, trotz mit der Überwachung eine Panikattacke bekommst, ja, Angstzustände, die sich mittlerweile auch erübrigen, wirkt sich das irgendwann bei mir auf die Arbeit aus. Und ihr wisst alle, ich bin erstmal froh, dass ich echt von dem scheiß Arbeitsamt oder Jobcenter weg bin. Das ist nämlich auch so ein Punkt, wo ich mir einfach denke, Leute, sag mal, naja, das ist aber so ein anderer Punkt, ne? Was soll die ganze Scheiße, ne? Also, ich hatte schon mal das Problem gehabt in meiner Jugend, da ich mir zweimal schon mal das Leben nehmen wollte. Sage ich auch offen. Ich weiß, das Video wird jetzt ein bisschen länger gehen. Ich versuche mich deswegen auch ein bisschen kurz zu halten. Aber es ist halt ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und ich lasse mich halt echt nett darunter. So. Endeffekt habe ich jetzt, gibt es jetzt ein Ultimatum. Das jetzt noch schön verpackt wird. Dass da alles safe ist. Weil wer sich keine Gedanken um die Konsequenzen macht und einfach drauf losgeht, der ist strategisch einfach dumm. Und denkt einfach nicht nach. So. Fakt. Und deswegen ist es für mich eine perfekte Story, die ich auch ausschlachten werde. Und dazu wird es auch, es wird dann auch eine extra neue Playlist geben, aber nur mit Livestreams, sagen wir mal, auch auf YouTube. Ja, ich will es halt auf Facebook und Twitter eigentlich machen. Weil es ist echt eine Sauerei, mit was ich hier mich manchmal rumschlagen muss. Also, nicht, dass ich jetzt hier sage, Mimimi etc., aber ich will einfach nur meine Ruhe haben, schaffen gehen, meine Zeitung machen und ich kriege ja echt Aktionen, wie zum Beispiel, hinterm Haus haben wir zum Beispiel auch noch einen Spielplatz. Da haben sich Jugendliche quasi die Mühe gemacht, weil da Glasscherben und eine Flasche ausgesteckt worden ist, also nach oben, ja, dass sie die Löcher alle rausgebuddelt haben. Wer macht denn sowas? Ja, eigentlich so. Und hin, weil wir Balkonen, Leute haben, die hier einen Balkon haben, ja, wurde auf einmal, wo ich von der Spätschicht abends kam, die Leute gefilmt. Also die von Balkon ab wurden die Jugendlichen bei der Aktion, wo sie die Glasscherben rausgebuddelt haben, wurden sie gefilmt. Weil, warum denken sich die Jugendlichen aus, wenn sie vor der Tür stehen? So.
keine Sau von hier nimmt Verantwortung darüber, keinen mal ein Gesprächsbedarf. Ich hätte am besten direkt die Polizei rufen sollen. So, weil letzte Woche, das, warte mal, das genaue Datum kann ich euch jetzt gleich noch sagen. Ja, am 12.06. Wurde, habe ich den Jugendlichen mit seiner Mutter wieder getroffen. Und da wurde ich zur Sau gemacht. Naja, weil ich ein verantwortungsvoller Mensch bin, wollte ich die Situation, wo dann das mit der Aufnahme eigentlich passiert ist, einfach klären. Ich lasse ja auch keine wildfremden Menschen ins Haus. Aber ich stand halt davor. Und da meinen die, die waren halt daheim. Ich meine, wer aufnimmt, der ist halt daheim. Da meinen die tatsächlich, ja, pack und dreist hochzugehen und zu fragen, was das für eine Scheißaktion war. Also, meine Lieben, ich kann euch eins sagen. Ich habe schon vieles, vieles in meiner Jugend mitbekommen. An Situationen, die brenzlig sind, an Situationen, die was verantwortungslos ist, was nicht. Verhalten, müde Gedanken, etc. Man kann es von so einem Alkoholiker fast einen Deliktkreislauf so nennen. So ungefähr tick ich da oben. Also da. Nicht, dass ich kein Alkoholiker bin, um Gottes Willen, aber. Ja. So. Aber. So eine. Sowas Unverantwortliches, sowas von. Dann auch am nächsten Tag, die andere Person, wo ich morgens zur Arbeit gegangen bin, ja, da berühmte richtig schön arrogant, was war denn das für eine Scheißaktion? Da habe ich gesagt, ey, ich wollte nur was lernen, ihr habt scheiße reagiert. Ja. Und das sind auch die Leute, wo meine mir meine Zeitung am Arsch zu machen oder zumindest den, mir den Job kaputt zu machen. Und ich vermute mal, dass auch, dass ich zwei da unter einer Decke stecke und dann noch mir Essensreste zwischen die Zeitungen einschmeiße. Und das geht halt nicht. Hm? Also das ist so momentan, warum ich so war das so sage, wie gesagt, ich schlacht gerne das aus, deswegen habe ich auch konsequent gesagt, ich lasse meine Wohnung überwachen, kostet mich nur ein 100er im Monat, das ist so vertretbar, aber ich werde, sobald ich aus der Haustür rauskomme, aus der Wohnungstür bis runter vor die Haustür, lasse ich mir noch eine Bodycam verpassen. Ja, es ist, wenn man so Sachen sagt wie Bodycam, ein Einbruch in die Privatsphäre etc., habe ich gesagt, ganz ehrlich, Leute, wenn ich solche Maßnahmen nehmen muss, solche Maßnahmen abziehen muss, um sicher leben zu können, ja, dann, Leute. Und Vermieter macht nichts. Er macht wirklich nichts. Und deswegen. Wenn es das nächste Mal ist, werde ich dazu die Polizei rufen. Fertig. Weil selbst im eigenen Haus, ja. Da wird unten im Keller die Tür aufgelassen. Weil ich auch mein Fahrrad stehe, mit dem ich auch Zeitung austrage, weil mein Kellerraum, der ist voll. Deswegen wird es auch in den nächsten Samstagen mal keinen Livestream geben, weil ich dann einfach mal am Ausmisten bin. Also ein paar alte Sachen einfach mal rausschmeiß von ich vor 20 Jahren oder so. Und ja. Ich würde mal gerne echt eure Meinung hören, was ihr davon einfach mal hält. Oder was ihr mir raten würdet. Weil es. Und es ist wirklich schon schissenes Verhältnis, sag ich mal, wirklich gestört.
Und wie gesagt, ich bin sehr vernünftig, man kann mit mir reden. Aber sobald solche Aktionen gestartet werden, ist bei mir Schicht im Schacht. Also mein Anwalt hat auch geraten, selbst da nichts mehr zu machen. Mit der Partei auf jeden Fall nichts mehr zu machen, sondern nur noch anwesend, wenn die Polizei da ist. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt mich entschieden habe, die Sache an die Öffentlichkeit zu bringen. Kann auch ein Schuss nach hinten losgehen, das ist mir auch klar. Aber ich denke mal, es gibt genug Leute, genug Menschen, die vielleicht in der gleichen Situation so sind wie ich. Und ich denke, und ich sage ganz klar, dass wir in solchen Sachen mit so einem Scheißverhalten, was an den Tag gelegt wird, zusammenhalten muss. Ja. Es ist wirklich echt eine Scheißaktion. So. Damit will ich sagen, weil es nämlich schon 31 Minuten sind, sage ich nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Anteilnehmer, dass ihr mal wisst, was momentan so privat bei mir abgeht. Ich freue mich gerne auf eure Rückmeldungen. Wie gesagt, wenn ihr da mir helfen wollt, schreibt es gerne unter die Kommentare. Ich habe die Kommentare so eingestellt, dass ich jeden überprüfe. Hätte ich da wirklich Probleme damit bekommen. Weil solche Themen, was ins Menschliche geht, ist eigentlich sehr. Also, habt noch einen schönen Tag, lasst euch nicht ärgern. Bis zur nächsten Folge im LS22. Heute bei der Rohrexperte mit Hell. Und ich hoffe, dass ich dann damit hier schon fertig bin, weil ja, verdichten müssen wir nämlich auch noch. Ciao.